Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute machen wir ein bisschen was anderes, und zwar haben wir dasselbe auch schon auf dem Kanal vom guten Dennis gemacht, der heute mal wieder mit dabei ist, nämlich Hide and Seek, Suchen und Verstecken auf Deutsch. Das habe ich, oder das haben wir besser gesagt bei Areva gesehen. Englischer Formel 1 YouTuber kennt ihr mit Sicherheit, das möchte ich ja auch nochmal erwähnen, dass das seine Idee war. Aber wir fanden es sehr cool und es hat auch auf Dennis' Kanal schon mega Spaß gemacht. Schaut dort natürlich gerne vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und jetzt ja, kannst du mal gerne die Regeln erklären, wenn du Bock hast. Ja, das Ganze sehr, sehr einfach. Ich weiß nicht, wie viele von euch das Ganze noch aus den alten Minecraft-Zeiten kennen, aber es ist so, hier im Kaius-Video, in meinem, war ich eben der, der alle suchen musste. Es ist so, wir starten eben alle ins Rennen rein, die eben sich verstecken haben. 2 Minuten Zeit, der eben hier in dem Fall Kaius suchen muss, hat auch alle Anzeigen komplett aus. Das heißt, nicht irgendwelche Karten oder dass eben die Namen angezeigt werden oder sonst was. Und muss dann eben alle suchen. Nachdem einer gefunden wurde, muss er die Session aufgeben, damit es ihm übersichtlicher wird. Und ansonsten ist, glaube ich, gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe mega Bock. Ich hoffe, euch geht's genauso. Und wir können reinstarten, oder? Ja, let's go. Let's go. Ich hab Bock. Jetzt bekomme ich meine Mindgames zurück, nehme ich an. Von vorhin. Ja, auf jeden Fall. Das wird ganz witzig werden. Oh nein. Kopfspielchen. Oh, ich hab jetzt voll Angst, Alter. Du hast dich so gut in meinem Video versteckt, ne? Und wenn ich jetzt hier so ein richtiges Larry-Versteck raushaue und als erster gefunden werde, ich sehe es vor mir. Okay, aus. Okay, alles sehr aus. Schön. So, let's go, Männer, oh, viel Spaß. Gott. Ich fahr schon mal los. Nein! Oh, einer fährt voll in mich rein, ey. So, ich bin mal... Oh, hallo. Leute, so, wir haben 2 Minuten Zeit, Freunde. 15 Sekunden bisher. Ich hab halt keine Ahnung. Ich hab jetzt so ein bisschen den Vorteil, den du nicht hattest, dass ich weiß, wie es ist, sich zu verstecken. Ja, du kennst dich damit aus. Immerhin. Für mich ist das jetzt hier gerade voll Neuland, Alter. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich bin voll überfordert. Wir werden es übrigens wieder so machen, genauso wie beim ersten Video, was ich übrigens übelst abgefeiert habe, Freunde. Ich hoffe, heute ist es genauso, dass wir natürlich auch immer wieder mal meine Sicht zeigen werden. Mein Video natürlich genauso und natürlich auch die Sicht eben von Kaius, der sucht. Ganz klar, okay, hier crashen mich irgendwelche Leute. Keine Ahnung. Ich glaube, vor allem spannend zu sehen sein wird es aus deiner Sicht, weil du siehst auf der Karte genau, wo ich bin, du siehst, was du machst, was ich mache, du siehst, wo alle anderen sind. So, eine Minute ist schon mal vorbei für dich, nur so zur Info. Schon? Ja, ja, das ist... Ich sag dir so wie es ist, ne? Eine Minute ist vorbei, ich bin noch nicht mal annähernd irgendwie bei der Hälfte der Strecke. Ja, hier in Spa ist auch so eine Sache, weil die Runde halt extrem lang ist. Ja, das ist echt... Aber ihr könnt euch ja auch noch fahren, ja, genau, wir können natürlich auch fahren, wenn ich schon am Suchen bin. Genau, so sieht's aus, so ein bisschen rotieren, Plätze ein bisschen wechseln, ist natürlich auch möglich. Haben auch welche bei mir gemacht, war sehr, sehr angenehm. Oh Mann, ich hab Angst. Man kann sich echt gut blamieren halt, so wie du vorhin ein paar Mal, wenn man sagt, hier ist ja bestimmt keiner ist echt, und dann... Ja, genau an das der war wirklich, du hast, glaube ich, einmal gesagt und an genau der Stelle war das jemand. War wirklich richtig schlimm, richtig, richtig schlimm. Ich hoffe, das passiert mir nicht, aber bestimmt wird's passieren. Okay, ist es schon vorbei? Ja, 2 Minuten sind vorbei. Kann die Blamage beginnen? Okay, let's go. Die Blamage kann beginnen. Ich werde versuchen, mir so gut wie möglich alles anzuschauen, natürlich. Mhm. Okay, hier in dieser Auslaufzone kann schon mal eigentlich nichts sein. Ein sehr gutes Versteck, das haben wir auch vorhin beim Video bei Dennis rausgefunden, ist die Boxenausfahrt. Ja, allgemein, Boxeneinfahrt, Boxenausfahrt. Boxeneinfahrt, Boxenausfahrt ist sehr beliebt. Ah, da, okay, also hier direkt an der Ausfahrt ist schon mal niemand. Also der Anfang der Strecke ist nicht so gut zum Verstecken. Das ist schon wieder so eine Aussage, die man bereuen könnte. Wer weiß, Digga, wer weiß. Also, wer weiß. Viel Platz da, habe ich mir sagen lassen. Das wäre ein Versteck, was ich gemacht hätte, glaube ich. Obwohl... Oh, die nein. Leute sind so fies. Die Leute sind so fies. Oh nein. Ach, oh Gott, oh nein. Das also bis jetzt... Abgesehen von der Boxenausfahrt wäre ich mir zu 100% sicher, dass da niemand ist. In der Box weiß ich nicht, das könnte sein. Oh Gott, das ist peinlich. Jetzt weiß ich, wie es dir ging, Fach. Ja, jetzt erlebst du es auch mal, wenn du richtig verloren bist und gar nicht weißt, was du eigentlich machen sollst. Ich habe keine Ahnung, halt ohne den Anzeigen auch, das ist echt... Das ist richtig schlimm. Ja, nicht lustig. Die Typen fahren immer noch hier Rennen anscheinend. Ja, keine Ahnung, was bei denen abgeht. Puh. Also hier ist ja nichts auf der Gerade. Das ist ja keine Einbuchtung oder sowas, wo man sich verstecken kann. Hier vielleicht. Ich wäre mir echt, das kann doch nicht sein. Der erste Sektor ist vorbei und ich habe niemanden. Ich habe niemanden. Und ich bin mir aber auch sehr sicher, dass da niemand war. Oh Mann. Ja, sehr sicher ist immer ein guter Begriff. Ist immer ich mein. Ein guter Begriff. Ist immer sehr einfach zu sagen, dass es man wirklich alles genauestens durchschaut hat. Ich sehe schon kommen, wie ich eine Runde fahre gleich und niemanden gefunden habe. Ich sag mal so, ne, so wie die Leute sich versteckt haben, die nehmen dir richtig die Confidence. Lass es dir gesagt sein.
Die Confidence ist eh nicht da gerade. die war schon weg, bevor sie überhaupt losgegangen ist. Oh, was ist das denn hier? Auch in die... Ey, war echt... Bitte, oh, ich sehe jemanden. Ich weiß nicht, ob der ein Rennen fährt. Da ist gerade jemand weggefahren. Aber ich muss die Leute berühren, ne? Ja, ja, machen wir mal so. Habe ich auch, glaube ich, bei fast jedem gemacht. Ich hab grad hier... Oh, hier ist... Ja, der Erste. Ein Renault, hi. Immerhin. Danke. Keine Totalblamage, ohne jemanden zu finden. Immerhin. Ja. Kein schlechtes Versteck, aber halt sehr offensichtlich, weil die Mauer da voll hervorsteht. Ich sag mal so, sind noch einige im Rennen. Ey, ihr müsst ja alle ganz am Ende der Strecke sein, oder? Oder ich bin total blind, aber... Ja, das ist halt die Frage, ne? Was ist es jetzt? Das ist halt die Frage, ja, da sehe ich jemanden. Ist der blinde Kaje, oder... Ich weiß nicht, ja, ich hole den hier jetzt ein. Der steht einfach normal in der Auslaufzone, ich weiß nicht, was der tut. War das der Renault, den ich gerade schon gefunden habe? Keine Ahnung. Nein, ich sehe niemanden! Ich habe erst einen gefunden und der hatte ein sehr, sehr offensichtliches Versteck. Aber mir würden auch, wenn ich selber fahren würde, gar nicht so viele Stellen einfach. Jetzt haut er mich raus hier, der Idiot. Oh, da steht auch einer. Ein Williams, direkt hinter so einer Werbebande. Hi. Der Zweite, okay. Ich glaube, ich bin immer noch weit von deinem Score in der ersten Runde entfernt, oder? Ja, also auf jeden Fall, viel, aber... Viel mehr. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, Ferrari, wer weiß. Den, ich weiß nicht, den habe ich aber eh schon gesehen, der ist vorhin einfach normal gefahren. Keine Ahnung, was er probiert. Letzter Sektor jetzt schon. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass alle einfach am Fahren sind. Das sind viele auf jeden Fall am Fahren und ich sag dir, wie es ist. Ich gehöre auch aktuell so ein bisschen zu denen. Hier sehe ich einen. Mercedes müsste das sein. Ne, es ist wieder dieser Renault. Hä, was tut der denn? Wie viele habe ich gefunden? Zwei, glaube ich, oder? Zwei bisher, ja. Zwei oder drei und die erste Runde ist schon nahezu zu Ende. Ich werde auf jeden Fall auch gleich mal in die Box fahren. Nicht, dass da jemand wieder so frech ist. Okay, dann... Ja, schaue ich mal in die Box, mal schauen. Hier an der Einfahrt kann ja eigentlich niemand sein. Obwohl doch, da ist tatsächlich jemand in der Boxeneinfahrt, okay. Zwei sogar, beide McLarens. Okay. Ich weiß nicht, was die probiert haben, weil das war schon sehr offensichtlich. Ja, also die Versteckmöglichkeiten, muss ich auch ganz ehrlich sagen, sind nicht so gut. Ja, ist auch nicht. Also ich habe auch gerade überlegt, so viel gibt's gar nicht. Na komm, fahr. Jetzt werde ich auch noch aufgehalten hier. Also die beiden McLarens, die habe ich. Weiß. Oh, und hier an der Ausfahrt. Wow, was? Da sind direkt zwei. Lol. Nein, was? Die blockieren die Box. Ich kann nicht weiterfahren. Echt nicht? Ich kann nicht weiterfahren. Jetzt hat sich einer bewegt, dann geht's ein bisschen weiter. So langsam. Ja, aber die beide habe ich auf jeden Fall. Ein Mercedes und ein Alpha Tauri. Okay, das waren vier Leute direkt nur an der Box. Ich glaube, das hattest du vorhin ähnlich auch, oder? Ja, ja, da waren auch, ich glaube, an der Einfahrt irgendwie zwei an der Ausfahrt auch zwei. Das ist hier in Spa aber keine gute Idee gewesen, muss ich sagen. Ja. Also Brasilien war da eine bessere Option auf jeden Fall. Das neue Urush hier bergab. Oh, was? Da! Racing Point. Hi. Gott sei Dank habe ich das gemacht, den habe ich ja mal gar nicht gesehen. Manche ghosten auch, dann sieht man die noch schlechter. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Oh, ein Haas kommt hier entgegen. Ja, Leute ghosten hatte ich auch. Oh, ein Mercedes auch noch. Aber ich glaube, ein Mercedes hatte ich vorhin schon. Jetzt auf jeden Fall endgültig. Ah, das ist ein bisschen tricky, weil ich hier vorhin auf jeden Fall geschaut habe und da war niemand. Aber jetzt in der zweiten Runde sind da Leute. Muss man, glaube ich, meine Position rotieren. Jetzt, wo du rückwärts fährst, ist das nicht gut eigentlich. Jetzt habe ich deinen Plan hier durchkreuzt. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ja, nee, eigentlich, ich bin ehrlich, Digga, ich bin sehr lange einfach nur rumgefahren, weil teilweise sind mir auch Leute gefolgt und so. Ja, also ein Teamkollege sogar von mir. Ja, ja, so, aber ja, das ist halt auch ein bisschen schwierig gewesen, weil viele haben sich halt, du hast ja gesehen, viele haben sich mit den besten Stellen halt verteilt, so vom Ding her. Das ist mir zu nah dran, das ist mir zu nah dran. Gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Ich flüchte von dir. Immer die Mindgames. Riesig, ja, ja. Wahrscheinlich bist du am Vielleicht Ende bist du ja auch schon an mir vorbeigefahren, so, das ist ja... Es ist, ja. Fraglich halt, ne? Ich weiß ja nicht, ob du schon an mir vorbeigefahren bist. Ich glaub zwar nicht, aber... Ich hoffe mal nicht. Oh, da steht einer. Ein Red Bull. Hallo? Kannst du mir sagen, wie viele noch da sind? Ungefähr, ist es schwer abzuschätzen wahrscheinlich, ne? Weil ein Renault fährt. Drei, vier. Und Ferrari fährt hier direkt bei mir, der... Ja gut, der dann nicht. Dann eigentlich noch drei, wenn mich nicht alles täuscht.
Nein, nicht so lachen. Oh nein. Die Bite Games, Kyle. Nein. Oh, ich sehe dich. Hallo. Oh, da kommt mir einer entgegen, ein Haas. Ja, jetzt sind es nur noch zwei. Ja, ich weiß nicht, was er probiert hat. Noch zwei. Top 2 oder was bist du jetzt? Oh nein. Und ja. Bist das du? Ja. Schade. Schade. Man wird übrigens immer unsichtbar. Das ist vielleicht nochmal ein ganz netter Fact. Man wird übrigens immer unsichtbar, wenn man die Strecke rückwärts fährt. Ich würde gerne nochmal an die Box schauen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da nochmal jemand reingeht, weil ich da ja eigentlich schon geschaut habe. So, ich habe hier die wunderbare Perspektive unten, die Karte. Ihr seht es, Freunde, ihr seht es. Verstecken hat mir besser gefallen, muss ich gestehen. Ja, glaube ich dir. Glaube ich dir aus Wort. So. Da ist er. Da ist er. Da ist richtig. Er. Richtig. Hi. Der okay, Alpha gewinnt am Ende. Cool. Alpha Doppelsieg, let's go. Cool. Okay, ja, das war auf jeden Fall ähnlich schwer, wie ich es erwartet habe, muss ich sagen. Man ist halt völlig verloren ohne Anzeigen. Dazu sind noch viele geghostet, das macht's auch nicht leichter. Es ist echt ganz, ganz schwer. Zweite Runde gleich, würde ich sagen. Auf welcher Strecke machen wir das? Fällt dir spontan eine ein? Abu Dhabi vielleicht? Abu Dhabi könnte auch schwierig werden. Abu Dhabi wäre, glaube ich, auch wild. Dann können wir da mal gerne reingehen. Let's go! Ja, ich glaube, bei dir war sowieso das Ekelhafte, was ich am Anfang meinte, ist, jeder, weil wir halt alle super im letzten Sektor waren und so, haben dir das Gefühl schon direkt von Unsicherheit gegeben, wenn du den ersten Sektor komplett durchsuchst und niemand ist einfach da. Ja, aber ich habe da nicht viele verpasst, oder? Nee, da war gar keiner. Da war einfach keiner. Scheiße. So, da hat sich einfach keiner versteckt. Ich war mir auch sehr sicher, dass da keiner ist, aber trotzdem zweifelt man dann immer. Okay, Abu Dhabi. Puh, könnte auch schwierig werden. Man hat viele Auslaufzonen, viele Leitplanken, in denen man sich verstecken kann. Let's go. Zweite Runde für das Video Abu Dhabi. Ich bin wieder mittendrin. Perfekt. Ich auch. Wunderbar. Okay. Ich habe übrigens auch mein Auto gewechselt. Ich bin jetzt ein Haas. Oh. Passend zur Strecke, bisschen dunkleres Design. Man muss sich anfassen. Ja, ist nicht dumm, ne? So dunkle Autos sind, glaube ich. Ja, ist ja besser als so ein. Ist besser als so ein rosa Racing Point oder dieses Knallgelb von Renault. Tschüss, Kaya. Hau rein. Boah, aber Abu Dhabi ist echt tricky. Oh, Abu Dhabi rückwärts, Junge, Hilfe! Ich weiß gar. Das war keine gute Idee, Digga. Ich weiß gar nicht mehr hier, was ist jetzt. Du sagst an, wenn ich los kann. Ich sehe hier gar nichts. In 2, 1, let's go! Okay, los geht's. Hier kann man sich eigentlich nicht verstecken. Da geht's nirgends richtig rein in irgendwelche Wände oder so. Hier wäre so die erste Möglichkeit, aber ich glaube, da ist niemand. Nee, das traut sich keiner da direkt am Anfang. Freunde, ich habe mich gerade im Discord gemutet, ne? Ich glaube, ich werde jetzt genau da hingehen, wo Kai es gesagt hat, nämlich an den Anfang. Also ich werde jetzt gleich mal so ein bisschen die Runde beenden. Und mal gucken. Ich meine, Kai hat auch in meinen Videos immer mal wieder ein bisschen Verstecke rotiert. Also machen wir das auch. Lass mal Abu Dhabi erkunden. Kann man da reinfahren? Ja. Oder ist hier safe? Hier ist niemand. Wow. Ah, das wäre das Versteck des Jahrhunderts. Ich glaube, hier wäre ich direkt hingegangen. Das ist ja heftig. Wenn man da irgendwo an der Leitplanke steht, dann puh. Also der erste Sektor ist gleich durch. Und der, oh, den ersten habe ich schon. Hi. Ein Red Bull. Nummer 2. Toxic Warby, okay. Ich frage mich, wie beliebt jetzt immer noch die Boxengasse ist. Weil eigentlich in der allerersten Runde, die wir vorhin bei Dennis gespielt haben, da war das noch eine gute Idee, weil wir es noch nicht wussten, dass man da so ein bisschen tricksen kann. Dass man da so gut mit eigener Steuerung noch sich verstecken kann, weißt du? Wir dachten halt so, dass der Computer halt einen das gar nicht quasi zulässt, aber war dann doch der Fall. Ja, aber jetzt, ich werde auf jeden Fall jetzt in der Box nachschauen. Ich denke mal, das checken auch viele, von daher rechne ich nicht damit, dass sich da viele verstecken. Ey, wie weitläufig ist das hier alles? Wow. Naja, Abu Dhabi ist echt voll krass. Wild. Sehr wild. Aber da kann man gar nicht hin. Wenn man da hinten irgendwie hin könnte, dann hätte ich Spaß. Ist eigentlich schade, ich verstehe es nicht. Warum kann man nicht überall langfahren? Mhm. Das wäre witzig. Vor allem für sowas halt. Ja, übelst. Also da, ich probiere mal da rein, aber na, das geht auch nicht. Diese lange Gerade ist halt fies. Ah, da ist jemand. Ein McLaren. Hi. Der zweite, glaube ich, den ich gefunden habe. Ist da jemand? Wow! Was? Obwohl, nein, der ist, glaube ich, ganz woanders, oder? Ich glaube, der ist da von der anderen Seite hingefahren. Wo bist du da überhaupt? Ah, ja, das war der. Der ist, glaube ich, auf der anderen Seite, aber ich habe ihn gesehen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das zählt. Ich konnte ihn halt nicht berühren, weil er hinter der Mauer ist. Och Mann, mein dummer Teamkollege, Alter, der folgt mir überall hin.
Ich kann kein. Ich habe kein einziges Versteck, wo ich mal. Ich habe jetzt zwei, drei gehabt, wo ich immer mal so geblieben bin und dann halt rotiert habe. Aber der folgt mir halt zu jedem. Vielleicht. Hier, tatsächlich. Hi. Zwei direkt in dieser anderen Boxengasse da. Wie viele habe ich jetzt? Vier? Vier, fünf? Oh. Vier, glaube ich. Ach, du bist kein Alpha mehr, ne? Ja, ja. Und einen Red Bull und einen Alpha habe ich jetzt auf jeden Fall. Auch hier an dieser zweiten Boxengasse. Toll, weißt du, ich habe mir so ein geiles Versteck rausgesucht und der scheiß Haas ist mir dahin gefolgt und jetzt habe ich es halt nicht mehr. Sad. Sad, sad, sad. Ein Mercedes, kein. Oh. Hallo, Alpha Tauri. Du machst es wieder gut. Du machst es wieder gut. Ja, das Ding ist, ich rotiere halt viel, bin ich ehrlich, aber ich muss halt gerade gucken, einen nicen Spot zu finden. Den Spot, den ich hatte, der war so gut. Und jetzt hat der andere Haas den einfach. Och Mann, das ist so traurig. Das wäre so safe, vielleicht Gewinnerspot am Ende. Aber jetzt hoffe ich es natürlich nicht mehr. Am Ende finde ich den wirklich nicht. Am Ende wird es halt wirklich der Gewinnerspot sein. Ich würde behaupten, ich habe niemanden übersehen. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich Leute an Stellen stehen, an denen ich schon war. Aber dann halt erst nachdem ich dort war. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, es gibt mindestens einen, den du nicht gesehen hast. Echt? Ja, mindestens. Wirklich? Ja, mindestens. Der auch, also, der auch den schon hast dort du nicht war, als ich dort war? Ja, ja, der war da, der ist da die ganze okay. Zeit. Also ich bin mir nicht sicher, dass du, also ich, nee. Ich weiß nicht, manche fahren hier auch einfach normal, oder? Ja, ja, ein Red Bull auf jeden Fall. Also, wie kann man das nicht checken, dass das hier kein normales Rennen ist? Verstehe ich nicht. Ja. Die fahren hier jetzt ein 100% Rennen einfach, oder was? Ja, hat Spaß. Oh, hi, Mercedes. Ah, das sind, ich glaube, die habe ich beide von der anderen Seite vorhin gesehen. Ja, die Mercedes hast du von der anderen Seite gesehen. Beide sogar tatsächlich, nicht nur einer. Ah, okay, krass. Gut, natürlich fahre ich nochmal in die Box rein, aber ich muss sagen, es würde mich wundern, wenn hier jemand wäre. Wenn man da einmal durchfährt, müsste man eigentlich alles gut sehen, oder? Hoffentlich ja. Eigentlich. Ich bin schon mal durchgefahren. Eigentlich ist ein gutes Wort hier heute. Mhm. Eigentlich hättest du auch schon jeden finden können, weil die Verstecke absolut unkreativ sind, aber. Ja, du hast dich halt dafür entschieden, noch eine extra Runde zu drehen. Oh, hier geht's auch cool rein. Alter, was ist das? Hier ist einfach so ein kleines Häuschen. Geil, das habe ich noch nie gesehen. Da steht doch so ein Typ, der irgendwas bewacht und dann werde ich da schon zurückgesetzt. Echt jetzt, oh. Wie lame. Hä? Wo ist denn der eine da? nein. Okay, zweite Runde. Ich glaube, jetzt wende ich mal. Jetzt wende ich mal. Das ist vielleicht eine gute Idee, sich das alles mal von einer anderen Seite anzuschauen. Mhm, auf jeden Fall. Das ist wichtig auch, sich das von der anderen Seite anzugucken. Wahrscheinlich warst du jetzt irgendwie 2 Meter weg. Vor allen Dingen, wenn halt die Hälfte der Leute einfach mal im dritten Sektor ist, ne? Das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Da mal vielleicht von hinten anzufahren. Oh, Racing Point, hi. Ach, wo war der? Ja, das ist der, wäre ich nicht umgekehrt, dann hätte ich ihn nicht gesehen. Hi, den meintest du, oder was? Ja, ja, ich wusste, wo war der denn? Ah, okay. Auf der Strecke noch, da war so eine Bucht hinter der Leitplanke. Ah, das sah wahrscheinlich so aus, als wäre ich genau da gewesen, oder? Ich war da ja in der Boxenausfahrt. Ja, ja, deswegen. Ich wusste jetzt nicht, war der noch in der Boxenausfahrt? Bist du genau dann wegteleportiert worden, sodass du ihn halt nicht in der Ausfahrt siehst und so? Das waren alles so Dinge, die ich mich gerade gefragt hatte. Es sind, glaube ich, neben mir noch 3 im Rennen, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, gut, zwei Haas. Also wieder bist du auf dem Haas. Podium. Ja, ja, das gibt's doch nicht. Ja, ja, 2 Haas und 1 Williams. Bin ich schon an dir vorbeigefahren? Vielleicht. Oh, hallo Kaye, da sehe ich dich. Hallo. Oh nein. Als ob du mich nicht siehst. Mann, Kaye, mach die Augen auf. Hinter dir. Hinter dir, Mann. Das ist schlimm. Ich hab gerade mal U-Turn. Ja, muss halt genau gucken. Es geht nicht darum zu schauen, es geht darum genau zu schauen. Ich bin mir zwar sehr sicher, dass du mich komplett verarscht, aber man zweifelt dann doch. Das ist echt, ey, so ein geiles Format. Da muss man einfach mal Props geben an Areva, ey. Auf sowas zu kommen, ist halt schon, ist schon krass einfach. Auch wenn es so simpel ist eigentlich, ne? Hi. Ich, oh. Hi. Deswegen sagst du nichts. Schade. Ich dachte, ich hab auf die Umkehrpsychologie gehofft, dass du so dermaßen verwirrt bist, dass du die Strecke rückwärts fährst, dass du gar nicht daran denkst, hier vielleicht reinzufahren. Nein, weil das rückwärts so ein bisschen natürlich anders wirkt. Ich hab schon dann gedacht. Und dann war es auch noch so schön leise, dann dachte ich mir schon, ah, irgendwas stimmt da nicht.
Den Haas könntest du halt leicht sehen, weil ich glaube, er checkt nicht, dass er in der Wand backt. Oder es ist nur die Kamera. Aber ich weiß auch eigentlich, dass aus meiner Außenperspektive, wo wir da zusammen waren, er die ganze Zeit sich bewegt hatte und so. Das war ein bisschen blöd für ihn. Aber der andere? In der Wand backen hört sich nicht so... Kannst du mir verraten, bin ich schon wieder an dem vorbeigefahren? Vielleicht. Scheiße. Das lässt sich nicht triggern. Ja, da sehe ich einen. Ist das der? Das ist der, den hast du halt einfach geisteskrank übersehen. Das war die Wand. Der Williams. Ja, genau. Der und der McLaren waren auf der langen Geraden. Und du hast halt nur den McLaren gefunden. Keine Ahnung, wieso die Williams. Der war wirklich nicht die ganze Zeit da. Ja, der hat sich nicht bewegt. Kein bisschen. Gott. Der war mit dem McLaren. Also, wenn mich nicht alles täuscht, ich weiß, du hast den McLaren gesehen. Und ich wusste, der Williams steht da auch. Ich dachte, den Williams müsst du jetzt auch catchen. Und auf einmal so. Nee. Vielleicht wurde ich irgendwie zurückgesetzt oder so. Das kann sein. Jetzt ist das wirklich der Winner-Spot, by the way, ne? Ja, ach Mann, nee! Schneid's an Anfang. Ach, das ist so lächerlich. Lächerlich. Du da, ich hasse dich. Das ist mein Spot. Ich hab den rausgesucht. Das ist halt... Wenn man hier überall reinfahren könnte, das wäre... Oh, da kann man sogar reinfahren. Okay. Ach, der Typ da ist er, so oder? Ja. Doofkopf, Alter. Krass. Ich glaube, hier war ich vorhin. Er hat's halt, glaube ich, auch nicht hinbekommen, dass er so unsichtbar ist. Ah, Dennis, da war ich aber vorhin. Das war die Stelle, die ich meinte, dass die richtig krass ist. Ja, da habe ich, das kannst du auch gerne reinschneiden. Ich habe mich gemutet bei Discord und meinte, genau da werde ich jetzt hinfahren am Anfang der Strecke und so. Okay. Und dann ist der Haas-Typ mir gefolgt und dann war alles kaputt. Also wenn man sich gut umschaut, kann man alles finden. Das ist halt klar. Ah, da waren auf jeden Fall ein paar krasse dabei. Ja gut, Leute, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle auch von dem Video. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Danke fürs Zuschauen auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst natürlich nicht, den obersten Link in der Beschreibung auszuchecken. Dort kommt ihr zu Dennis' Kanal, beziehungsweise zu Dennis' Video. Da haben wir dasselbe schon gemacht, nur mit ihm als Suchenden. War auch sehr, sehr lustig. Danke fürs Zuschauen nochmal. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann überlasse ich dir das letzte Wort. Ja, hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch geht's genauso. Falls ihr auch noch Feedback dazu habt, könnt ihr es sehr gerne unten bei mir oder auch bei Minkayo unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, lasst viel Liebe da, wenn ihr auch von meinem Kanal rübergekommen seid. Daumen hoch, Abo, falls ihr den lieben Kayo noch nicht abonniert haben solltet. Und in dem Sinne, haut rein und ciao.